So schnell geht's. He? Tatjana, Kopf ist stutz, kannst du nicht noch ein länger reden? Unglaublich. Also, ich habe nicht mal zugehört, es ist gut, was sie gesagt hat. Hey! Und der Verein, also die Frau, die ist etwa so gross, sie kommt eben da hin. Und die hat es drauf und die sagt mir ziemlich, was durchgeht. Und ich muss wirklich sagen, was sie da aufstellt, wie sie connectet, wie sie Menschen zusammenbringt, ganz grosse Klasse. Also wirklich hohe Schule. Also ein riesen Kompliment, Tatjana Camino. Mega schön, komm nochmal dahin. Mega schön, dass ihr das mit der Tatjana zusammen könnt organisieren. Es ist einfach mega. Danke vielmals. Wirklich. Und jetzt hat Tatjana gesagt, ja, wenn ich schon das Sinn mache, dann bringe ich auch noch ein paar Leute und dann ist der Alec Gagnon jetzt auf dem Weg. Kennt jemand Alec Gagnon? Ja! Ja. Muss nicht viel erzählen über ihn, oder? Alec, was meinst du? Bringst du ins Lebenswort? Glaube ich schon. Danke vielmals. Merci, Alec Gagnon. Assalamu alaikum. Wir leben in einer Zeit, da wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Es wird gelogen, es wurde gelogen, dass sich die Balken biegen. Und heute werden wir vor allem verarscht. Wir bezahlen Seraphe, wir bezahlen Geld für die Propaganda der Bevölkerung mit unseren Steuergeldern. Carissimi amici della Costituzione, chers amis de la Constitution, liebe Freundinnen und Freunde der Verfassung. Wir sind hier, weil Gesù Krishnamurti würde es so sagen. Wir sind auf einer Welt, die Kopf steht. Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit an eine zutiefst kranke Gesellschaft gut angepasst zu sein. Kurzfassung, die Welt steht Kopf. Wir kümmern uns um Masken, die uns den Sauerstoff reduzieren, unsere Hirnzellen nicht richtig versorgen und das soll für die Gesundheit sein. Wir sind in einem globalisierten System, das die Menschen, die Natur ausbeutet. Wir nennen das freie Wirtschaft. Es wird von Freiheit gesprochen, aber man muss die Maske tragen, auf Befehl. Es wird von Nachhaltigkeit gesprochen, aber man spricht nur von nachhaltigen, dauerhaften, breitenwirksamen Bruttoinlandproduktwachstum. Das zerstört unsere Lebenskultur, das zerstört die Gemeinschaft. Ich bin vor allem hier, weil ich mich global engagiere für die Ärmsten der Armen. Vielleicht habt ihr es schon gehört, die Ärmsten der Armen werden bis Ende 2020 doppelt so viel hungern wie bisher. Das ist ein riesiger Skandal, der praktisch nicht in den Medien, in den Maskenmedien erwähnt wird. Auf der anderen Seite gewinnen die extrem Reichen immer mehr an Vermögen. Und diese Schere, die da aufgeht, führt dazu, dass die Menschen immer mehr gespalten werden. Es kann sogar so weit führen, dass bürgerkriegsähnliche Zustände entstehen. Das wollen wir nicht.
Wir sind hier in Basel und wenn man am Bahnhof ankommt, gibt es einen runden Turm. Dieser Turm heißt Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Das war die Bank, die das Hitler-Regime mit Geld versorgt hat. Und ich kenne viele Menschen in Basel und ich habe sie schon oft gefragt, ob sie das Hauptübel, die Achse der Ausbeutung, nicht einmal anprangern möchten, politisch etwas dagegen unternehmen. Ich habe noch nie einen Basler getroffen, der sich dafür einsetzen wollte. Das stimmt mich sehr traurig. Und die Finanzmärkte, meine lieben Freunde der Verfassung, die Finanzmärkte regieren heute. Es sind doch nicht die Regierungen, die regieren. Die Regierung hat in ihrem Wort nur das Wort Gier drin. Regierung. Aber obendran, da stehen die Finanzmärkte, das ganz große Kapital. Und nachher kommt die ganze Medien, die Maskenmedien, die Mainstream-Massenmedien. Die übermitteln Angst und Panik. Und das macht krank, nicht gesund. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie werden denn die Superreichen immer reicher? Mit welcher Arbeit werden die denn eigentlich reicher? Ich versuche es euch darzustellen, mit welcher Arbeit die Reichen immer reicher werden. Die werden so immer reicher. Leistungsloses Einkommen, sagt man denen. Und so werden die ständig reicher und reicher und reicher. Das ist die eine Seite. Die Finanzmärkte, die Derivate, die Hedgefonds. Man kann sogar auf Konkurse von ganzen Staaten wetten und auf Konkurse von Firmen und Großfirmen. Und ich bitte die mittelständigen Unternehmen, die können auch Millionär sein, aufzuwachen und zu verstehen, dass es jetzt sie braucht, dass sie mit uns hinstehen für eine friedlichere, für eine gerechtere Welt und Wirtschaft. Wir müssen aufwachen, sie müssen aufstehen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn jeder Polizist sich überlegt, ob er das macht, was sein Herz ihm sagt. Kürzlich wurde ich festgenommen von einem Polizisten und er hat mich aufs Präsidium begleitet und ich habe ihn gefragt, wie fühlst du dich, wenn du einen Menschen abführen musst, der die Verfassung in die Luft hält? Und er sagte, ich mache meine Arbeit. Und das ist der Beweis, er hat meine Frage nicht beantwortet, es ist der Beweis, dass wir alle erpressbar sind. Das ist ein systemisches Problem. Und ich habe großes Mitgefühl für diese Situation. Das könnt ihr mir glauben. Ich habe einen Test erfunden. Der ist gratis. Der Drosten hat ja einen Test erfunden, der heißt PCR. Propaganda, Corruption, Relotius. Mein Test, der heißt GUB. Auf Berndeutsch heißt das Gates eigentlich um Gesundheit. GUB. Und dieser Test hat drei Elemente. Wir schauen bei diesem Test, ob der Bundesrat es wirklich gut mit uns meint. Weil viele Leute in der Schweiz, die sagen, ja, der Bundesrat hat das sehr gut gemacht. Jetzt möchten wir mal prüfen, ob der Bundesrat schon jemals auf der Seite war der Bevölkerung. Und es steht ja in dieser Verfassung, in der Präambel, dass frei nur ist, wer seine Freiheit nutzt. Und dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwächsten. Und die Schwächsten kommen immer mehr unter die Räder, nicht wegen Corona, sondern wegen diesen unglaublich unverhältnismäßigen Maßnahmen.
Es gibt Initiativen vom Volk, ich nenne es Initiativen vom Souverän. Der Souverän hat die Trinkwasserinitiative, das kommt nächstes Jahr fürs Volk. Was hat der Bundesrat zu dieser Initiative gesagt, die unsere Gesundheit verbessern würde? Diese Initiative verbietet Subventionen auf Gift und Pestizide. Was sagt der Bundesrat? Nein. Die Konzerninitiative, die nennt sich auch COVI, nicht Covid, sondern COVI, Konzernverantwortungsinitiative. Ich finde, es müsste mal Bundesratverantwortungsinitiativen geben. Was sagt er bei der Konzernverantwortungsinitiative? Nein. Dritter Test. Hier geht es darum, dass die Pensionskassen und die Nationalbank, die in 14 Firmen investiert, die Atombomben herstellen. Diese Initiative will einen Stopp von Investitionen in Mordinstrumenten. Was sagt der Bundesrat dazu? Nein. Jetzt kommt das Resultat. Jetzt kommt das Resultat vom GAG, vom Gates und Gesundheit GUG-Test. Resultat Nummer 1. Swiss Lives Don't Matter. Resultat Nummer 2. Black Lives Don't Matter. Resultat Nummer 3. All Lives Don't Matter. Die Zusammenfassung: Only Big Money Matters. Der Bundesrat hat gesagt, meine Banner dabei. Im 2018, der Schuldenminister hat gesagt, unsere Banken arbeiten absolut top seriös. Das muss man sich vorstellen, das hat religiöse Züge. Und ich bin auch einverstanden, dass wir ein Tauschmittel haben müssen, aber es darf nicht elektronisch sein, sonst haben wir den total nackten Bürger. Wir brauchen ein Zahlungsmittel, das legal ist, und das ist das einzige legale Zahlungsmittel, sind Münzen und Noten. Ich gehe mit Münzen und Noten, gehe ich meine Steuern bezahlen, immer. Und es ist immer interessant, die Menschen, die auf der Gemeinde arbeiten, kennenzulernen. Bitte helft mit, dass das Bargeld nicht abgeschafft wird. Schließen möchte ich mit einem Zitat von Hannah Arendt. Niemand hat das Recht zu gehorchen. Niemand hat das Recht, einen Maulkorb anzuziehen. Ich danke herzlich.